Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming in Kingdom Come Deliverance. Es ist inzwischen dunkel, der Mond steht hoch am Himmel. Es dämmert noch so ein ganz kleines bisschen. Die Bauern sind hier gerade vom Feld runtergegangen. Jerry guckt noch hier draußen rum. Und wir trauen uns jetzt einfach mal in Jerrys Speisekammer und schauen uns an, wie die Fackel aussieht. Und ich erkenne hier schon überhaupt nichts mehr. Da gewöhnen sich unsere Augen jetzt auch überhaupt nicht dran, weil einfach gar kein Licht da ist, an das sie sich gewöhnen können. Und da gehen wir mal ins Inventar, rüsten die Fackel aus. So ungefähr, genau. Sehr schön. Und inzwischen weiß ich ja auch, wie wir sie in die Hand nehmen. Aha! Licht! Und die macht wirklich, wirklich gut Licht. Ich würde eher erwarten, wenn ich die Fackel so direkt vor mein Gesicht halten würde, dass sie mich total blendet und ich überhaupt nichts sehen würde. Aber scheinbar, hier müssen wir nochmal mit dem Dietrich ran, scheinbar ist es eine Wunderfackel. Und die kann das. Also, wenn ich draußen so irgendwie rumgucken müsste, würde ich vielleicht doch eher eine Laterne bevorzugen, weil die, und da ist unsere Fackel schon wieder aus, weil die dann doch mich nicht so blendet, weil die nach hinten einfach abgeschirmt ist in meine Richtung. Und eine Fackel ist eigentlich nur cool, wenn man irgendwie so eine Wand beleuchten möchte oder irgendwas. Aber um damit jetzt zum Beispiel eine Nachtwanderung zu machen oder sowas, ist die eigentlich komplett ungeeignet. Und wenn man nicht davon geblendet werden möchte, müsste man sie eigentlich auch über seinem Kopf halten. Nur so als kleine Anmerkung, wenn wir hier akkurat bleiben wollen. Vielleicht ändern die Entwickler das auch noch. Aber so sieht man wenigstens, dass die Fackel brennt und auch wenn wir draußen rumlaufen, die macht so ein bisschen Licht. Ne, das ist ganz cool. Das ist eigentlich, zu viel Licht eigentlich nicht. Aber das Licht hat die falsche Farbe so ein bisschen. Jeder, der schon mal irgendwie mit einer Kerze oder einer Fackel draußen rumgerannt ist, weiß ja, dass dann diese Blumen hier zum Beispiel gar nicht so leuchten würden im Fackellicht, sondern dass das Ganze eher ein rötliches, oranges Licht wäre. Was haben wir hier? Ist hier der Fluss? Nee. Ich habe mich verlaufen, weil es dunkel ist und ich keine Punkte zum Orientieren habe. Ah, hier ist der Fluss. Sehr schön. Ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung. Und super coole Stimmung hier. Mit den Fröschen und so. Na, es ist so dunkel und man sieht eigentlich echt nichts außerhalb der Reichweite der Fackel. Kann man eigentlich sehen, in welche Richtung das Ding hier fließt? Nee, dazu ist es zu schwach. Ah doch, hier sieht man's. Und ich glaube, wir laufen gerade in die falsche Richtung. In Richtung Dorf zurück, ne? Ja, das fließt uns entgegen. Und wir wollen eigentlich flussabwärts. Also, wir haben es wieder geschafft, uns im Dunkeln zu verlaufen. Beziehungsweise ich, ihr könnt ja jetzt nichts dafür. Wo geht's denn hier weiter? Ah, hilflos. Also solange es platscht, sind wir richtig. Und das ist wirklich verdammt schweinedunkel hier. Bei den meisten Spielen, ich mache mal kurz die Fackel weg, drehe mich aber vorher in die richtige Richtung zurück. Also da in Richtung Stein müssen wir gleich weiter. Gut. Bei den meisten Spielen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt auf YouTube aussieht, aber bei den meisten Spielen ist es ja nicht so wirklich dunkel. Und hier ist es wirklich kacke dunkel. Also, was kann ich hier sehen? Ich kann hier so ein bisschen den Himmel sehen, wenn ich nach oben gucke. Kann auch die Umrisse der Bäume sehen. Also das Licht sehe ich durchkommen. Aber ansonsten ist hier komplett alles schwarz, wenn ich mich so rumdrehe. Und keine Fackel anhabe. Das ist schon echt eine coole Sache. Also ich mag das, wenn die Spiele realistisch dunkel sind. Und da vorne sehen wir, glaube ich, schon Glühwürmchen, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall bewegen wir uns hier in die richtige Richtung. Plus abwärts, die Staustufen runter, genau. Und hier ist der Baum. Ich mache nochmal die Fackel aus, damit wir die Glühwürmchen anschauen können. Und
das ist einfach schon hier mit dem Mond eine verdammt coole Atmosphäre im Wald. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich finde es klasse, ganz stark gemacht. Ah, wir sind im Dunkeln über den Wald rübergekommen. Ah, und dann sieht man hier rechts jetzt das Feuer der Kräuterkundigen. Und hier, ah, jetzt sind wir richtig dicht an den Glühwürmchen dran. Und da sieht man dann auch, dass sie so große gelbe Bupse sind. Obwohl die hier scheinbar hinter den Bäumen, ich gehe da mal dicht daran, lang zu fliegen scheinen und dann. Hui! Ah, das ist schon stimmungsvoll. Das sieht gut aus. Gefällt mir. Sehr schön. Auch die Beleuchtung hier, wie das so ganz sanft flackert und auch relativ unregelmäßig, wenn man nicht allzu lange hinschaut. Gefällt mir. Also gerade für eine Alpha sieht das Ding schon echt, echt schön aus. Ah, und das Ding hier habe ich auch noch nicht wirklich bei Nacht so wahrgenommen. Mit den Kerzen. Hier drin auch eine super schöne Beleuchtung. Auch wenn die Kerzen in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht so hell wären. Man hätte hier... Heute ist es ja sowieso alles aus irgendwelchen künstlichen Harzen gemacht, Kerzen. Und früher waren die teuren Kerzen eben aus Bienenwachs. Und es war dann auch tatsächlich relativ hell. Zum Beispiel die ärmeren Leute, die hatten Talglichter, die haben erstmal gar nicht so hell gebrannt. Und zum Zweiten riecht das Zeug natürlich auch. Also das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie Bornschmalz zu einer Kerze verarbeitet. Und den Geruch, den ihr euch da jetzt gerade vorgestellt habt, den hatte es wahrscheinlich auch. Aber wo ist eigentlich die Kräuterkundige? Ich meine, es ist nachts. Ihre Hütte ist voll beleuchtet und sie ist aber gar nicht hier. Sie hat hier auch gar kein Bett, oder? Schläft sie hier normalerweise? Ah, doch, hier. Ha, man sieht sie nur nicht. Aufgrund der Beleuchtung. Jo. Hi, habe ich dich geweckt? Ja, ich weiß, es ist kacke hell mit meiner Fackel und so. Tut mir leid. Und hier, das sieht ein bisschen aus wie ein chinesischer Reissack. Ist aber in Wirklichkeit ein Kissen, das sie aber nur benutzt, um ihren Fuß so ein bisschen drauf abzulegen. Ja, klar. Wenn das so bequem ist zum Schlafen, warum nicht? So, und ich würde sagen, suchen wir jetzt draußen mal eine schöne Stelle. Dann lassen wir ein bisschen Zeit verstreichen, damit wir zum Schmied gehen können. Und zwar machen wir das Ganze mit der Konsole. Ganz unstimmungsvoll heute mal. Ich hoffe, das stimmt so, was ich mir gemerkt habe. Ja, scheint hinzuhauen. Also die Zeit vergeht jetzt 10-mal so schnell. Und ich habe gehört, die Quest ist ein bisschen buggy. Man kann es also nicht wirklich mit diesem Zeitrad machen, das ja im Prinzip auch nichts anderes macht, als die Zeit so zu beschleunigen, sondern man muss das tatsächlich so machen oder halt die Zeit tatsächlich aussitzen. Was natürlich. Da hinten sieht man auch noch irgendein Feuer, das vom Dorf her kommt. Dahin können wir schon mal langsam zurücklaufen, während es. Hui! Ja klar, also wir laufen jetzt auch schneller. Unsere Fußgeräusche sind schneller. Ja, ne, das Feuer da hinten haben wir, glaube ich, gesehen. Upsi.
Das sieht einfach richtig schön aus. Ich finde den Nachthimmel auch total cool. Dann so ein bisschen Tiergeräusche. Ein erschreckter Hund. Ach, da läuft jemand. Hallo. Und hier läuft jemand direkt in uns rein. Das ist natürlich. Warum ist denn nachts so viel los? Ich meine, Leute, müsst ihr nicht schlafen? Die Hühner rennen hier auch noch nachts rum. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Als wenn die hier nachts alle zu irgendwelchen geheimen Treffen unterwegs wären. Und hier, wer weiß was, tun würden. Auch in den Häusern überall noch Licht nachts. Bei der Kräuterkundigen ja auch. Das würde man wahrscheinlich ausmachen. Zumal, wenn es irgendwelche Talglichte oder irgendwas wären. Oder auch Holz. Würde man einfach sparen. Man würde dann, um Feuer wieder ins Laufen zu bringen, irgendwie so einen kleinen Kien sparen oder sowas am Glühen halten. In einem extra Gefäß. Da brennt er dann auch ein paar Stunden lang. Da kann man den auch dann, wenn der Wind geschützt ist, mit unterwegs rumnehmen. Dann würde man am nächsten Morgen, beziehungsweise wenn man es gar nicht morgens braucht, sondern am Abend, dann einfach das Feuer mit dem Kien sparen und ein bisschen Zunder neu anmachen. Also irgendwelchen trockenen Material, ne? Stroh, getrocknete Baumpilze, irgendwas. Das Feuer dann wieder anmachen, wenn man es braucht. Oder eine Kerze dran entzünden oder irgendwas. Das ändern die Entwickler hoffentlich noch. Auch hier, ne, diesen riesigen Feuerkorb. Der ist zwar super stimmungsvoll. Und die Laternen super stimmungsvoll. Würde man aber eigentlich gar nicht so brennen lassen. Warum auch? Das ist eigentlich totale Holzverschwendung. Im Winter braucht man das dann vielleicht auch. Das Holz, wenn es kalt wird, zum Heizen. Aber hier draußen, weiß nicht, warum soll es die ganze Nacht brennen? Stück weit unrealistisch, aber nicht weiter schlimm, stimmungsvoll. So, und ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 2 Uhr. Das heißt, ich mache hier einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns sofort wieder. Hallöchen, Jungs und Mädels. Herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Es ist inzwischen 6:30, denke ich. Kurz nach 6. Das Dorf wacht langsam auf. Die Schmiedeesse hat übrigens auch die ganze Nacht über volle Kanne durchgeglüht. Also durchgeglüht meine ich, sie hat genauso hell gelodert wie jetzt. Das sollte eigentlich auch nicht sein. Kohle nicht ganz billig. Aber nun gut. Es ist eine Alpha. So, die Leute wachen langsam auf. Gehen auch an die Arbeit teilweise schon. Das heißt, der Schmied müsste jetzt auch gleich vorbeikommen. Und dann können wir uns die Quest ebenfalls aus der Alpha 2 anschauen, in der wir seinen Hammer finden sollen, den er verlegt hat. Das passiert Schmieden wahrscheinlich häufiger, dass sie ein ziemlich wichtiges Werkzeug einfach so verlegen. So, der Dorfbüttel setzt sich wieder dahin. Ich frage mich eigentlich, wo der geschlafen hat. Ach nein, wir haben ja sein Haus schon wieder geöffnet. Wir haben nur die Quest gar nicht gemacht. Ach, schade. Da hätte mich jetzt mal interessiert, ob der dann tatsächlich irgendwo draußen schläft, im Stall oder irgendwas. Oder ob der einfach schummelt und nachts in sein Haus reingeht, das ja eigentlich verschlossen ist. Vielleicht kann man das. Ah, hier, der Schmied aufgewacht, Morgenwäsche. Ja, schön in der Nase rumbohren, Ohren sauber machen, richtig. Gesicht nochmal waschen. Also echt gut. Jetzt geht er wieder rein. Vielleicht ist er Frühstück. Ich verfolge ihn einfach mal so ein bisschen. Und dann können wir mal schauen, wie das so aussieht. Wie die Leute hier so ihren Tag gestalten. Ja, da scheint er sich jetzt wirklich gleich einen Teller zu nehmen. Ja, da stellen wir uns mal nicht in seinen Weg. Ja.
Doch, da hat er den Teller wieder. Er hat ihn nur kurz in die Hose gesteckt oder so, um die Tür zuzumachen. Sehr ordentlich, der Mann. Damit es nicht zieht in der guten Stube. Flatsch. Sehr, sehr liebevoll füllt er sich da auf. Sehr vorsichtig, ne? Da hat er ihn wieder eingesteckt, den Teller, um die Tür aufzumachen. Und diesmal lässt er die Tür also offen. Er macht die also nur zu, wenn er rausgeht. Und hier kocht es. Das sieht ein bisschen aus wie irgendwas, das ich Angreifern bei einer Burgbelagerung über den Kopf schütten würde. Vom Mauerwall aus. Ah, die Frau des Schmieds schläft noch. Ich weiß gar nicht, was die den ganzen Tag über macht, ob die auch Arbeit hat. Oder hier das Haus putzt, sich um die Hühner kümmert, um die Finanzen, Einkäufe erledigt. Und hier im Teller sieht es, ah, jetzt hat das schon aufgegessen, sah das Ganze aber tatsächlich leckerer aus als im Topf. Genau, Teller abgeleckt, gleich wieder aufgeräumt. Aber den hat er nicht gut abgeleckt, ne? Da sieht man noch hier Speisereste, komm mal zurück, oder mach die Tür zu, während du rausgehst. Okay, aber das heißt auch, der Schmied dürfte jetzt wieder gleich an seiner Schmiede ankommen. So, und die Außentür lässt er aber offen, wenn er rausgeht. Macht nur die Wohnzimmertür zu. Wahrscheinlich damit seine Frau in Ruhe weiterschlafen kann. So, hier guckt er nochmal schnell nach seinen Hühnern scheinbar. Auf dem Weg zur Arbeit. Und dann würde er jetzt auch seinem Tagwerk nachgehen, wenn er denn einen Hammer hätte. Aber so hätte der Bauer, für den wir die Flöte klauen sollten, natürlich eigentlich seine Ruhe. Da habe ich ja jetzt fast schon schlechtes Gewissen, den Schmied hier, ne, wisst schon, gleich zu helfen. What are you about, boy? Hallöchen. Und er ist immer noch so. Na, nicht direkt unfreundlich, aber kurz angebunden, sagen wir mal. Hallo Schmied, was stimmt denn nicht? What's wrong with you, Master Smith? Oh, young lad, I cannot seem to find my hammer. I've misplaced it somewhere. Und so wie wir gerade gefragt haben, was stimmt denn mit dir nicht, Meister Schmied, hat sich das schon ein bisschen angehört, als wenn wir ihm unterstellen wollen würden, dass er irgendwie ein bisschen merkwürdig ist im Kopf. Und er sagt, ja, er hat seinen Hammer verlegt. Oh Mann. Und da können wir jetzt ablehnen zu helfen oder wir sagen einfach klar, helfen wir dir beim Suchen. Gar kein Problem. Wir sind ja What nette if I help Leute. you to find it? That would be blissful indeed. Und das wäre ganz wundervoll, wenn wir das machen würden. So. Und das stellen wir jetzt natürlich, da wir Meisterdetektive sind, wie Sherlock Holmes oder Batman, die gleich die richtigen Fragen. Wie sieht denn dein Hammer aus? So what did it look like? What a jackass you are. Isn't it obvious what a hammer looks like? Mine was just like every other, except it belonged to me. Und er hat vielleicht auch ein bisschen viel Full Metal Jacket gesehen. Er sagt, dieser Hammer ist wie andere Hämmer, aber er ist mein Hammer. Und natürlich beschimpft er uns nebenbei auch noch als Idioten, weil wir scheinbar nicht wissen, wie ein Hammer aussieht. Und wir können uns jetzt beleidigt geben oder ihn bedrohen. Schmied bedrohen, weiß nicht. Der ist wahrscheinlich stärker als wir, obwohl wir natürlich auch ein Schmiedesohn sind. Ah, wir sind beleidigt, weil er uns als Idioten beschimpft hat. Das geht so nicht. I'm trying to help here, and you're being so insolent. I would rather drown in that pond over there than help you. Oh. Und wir sagen, hey, ich versuche dir zu helfen und du bist so unmöglich, ungehörig zu mir. Ich würde lieber da drüben in dem Teich, im Dorfteich ertrinken, als dir bei der Hammersuche zu helfen. So, also wir schmollen jetzt. Aber wir versuchen das natürlich, weil wir nette, hilfsbereite Menschen sind und auch sehen wollen, wie das Ganze hier ausgeht. Sprechen wir ihn nochmal drauf an. About that hammer? Yes. Wegen dem Hammer hier nochmal. Wo hast du den denn überhaupt verloren? Sag mal. Can you at least remember roughly where you lost it? No, if I could find it by myself, wouldn't I? What a moron you are. Ah, don't you try to insult me, boy. Come on, this place is huge. Where could you possibly have used it last time? I use it all the time. That's the problem.
Give me a location. Where did you last have it? At work, at home. And? When I went to Rate last Sunday. That's too far away from here. What were you doing with a hammer there? Fixing a broken wheel on the road. I cannot search for it that far. I would need to fly to get there. Somewhere nearer? When I was fixing my neighbor's fences. Oh, why would you do that? It is my hobby to fix things. Let's get back to the hammer location. I barely put it away. Almost sleep with it, you might say. Any more clues? That lousy farmer could steal it from me. Sure, it is his doing. You know, the one who bothers me about my flute. I'd rather not draw any wild accusations, however. This wasn't helpful. Und das ist so schön. Wir fragen ihn, ja, denn der Hammer ungefähr, wo kannst du ihn denn verloren haben? Ja, überall. Ich mache alles mit dem Hammer. Ich schlafe sogar mit ihm, könntest du sagen. Und wir fragen ihn dann, ja, wo hast du denn damit zuletzt gearbeitet? Und er sagt, ja, überall. Ich schmiede damit, ich repariere damit Dinge. Ich war auf der Straße nach Ratei letztens und habe da ein kaputtes Rad repariert. Und hier den Zaun vor meinem Nachbarn habe ich außerdem repariert. Und aber wahrscheinlich hat ihn einfach dieser blöde Bauer geklaut, der auch immer was gegen mein Flötenspiel hat. Aber ich möchte jetzt hier keine wilden Anschuldigungen durch die Gegend werfen. Also, sehr schöne Dialoge, super schön. Ich hoffe, die deutsche Synchro und die deutsche Übersetzung werden beide richtig gut. Das wäre ansonsten ein herber Verlust für das Spiel. Die Atmosphäre finde ich jetzt schon richtig cool in den Dialogen. Ich würde hier gerne raus. Okay, dann fragen wir halt nochmal, wie sah das Ding denn aus? So, what did it look like? It was a good hammer with initials. It must be somewhere near, surely. Und diesmal haben wir sogar erfahren, dass der Hammer Initialen drauf hat. Also er ist diesmal nicht so beleidigend, ausfallend uns gegenüber geworden, sondern hat den Hammer tatsächlich ein bisschen beschrieben. Da sind seine Initialen drauf. Und wir fragen, würde es dann auch ein anderer Hammer tun? And what if I gave you a different hammer? If you don't steal it anywhere, we have a deal. Und klar, solange ich den nicht irgendwo klaue, ist ein anderer Hammer vollkommen in Ordnung. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch hier beim Händler einfach hingehen und einen Hammer kaufen. Aber wir haben... Och, wir hätten sogar genug Geld dafür. Ich glaube, der kostet 10 Groschen. Und ich weiß aber aus zuverlässiger Quelle, dass der Hammer eigentlich irgendwo hier rumliegen sollte. Dachte ich zumindest, dass ich das wüsste. Aber scheinbar scheint er heute woanders herumzuliegen. Interessant. Hochinteressant sozusagen. Das heißt, wir müssten jetzt hier echt noch ein bisschen rumgucken, wo denn der Hammer tatsächlich verloren gegangen ist. Ist ja interessant. Eigentlich lagen die immer genau hier, ein ganzer Haufen Hammer. Zumindest in der Alpha 2, wenn ich mich nicht komplett jetzt irre. Gut. Dann vielleicht hängt da doch noch ein bisschen mehr dran an dieser Quest. Wir könnten natürlich einfach mal. Also wir haben ja eigentlich zwei Hinweise, die wir verfolgen können. Nämlich zum einen hat er hier den Zaun seines Nachbarn repariert. Zum anderen nimmt er seinen Hammer überall mit hin, auch zum Schlafen. Und vielleicht ist auch einfach eine Zufallskomponente mit dran. Ne? Also wenn der Hammer nicht mehr hier liegt beim Zaun, auf der Straße nach Ratei können wir halt nicht nachgucken, weil das einfach zu weit weg ist. Die ist noch nicht hier in der Alpha drin. Und dann können wir also jetzt im Prinzip, das ist ja spannender, als ich dachte nochmal. Ich freue mich gerade, mehr zu erleben. Schauen wir einfach mal im Haus nach. Wenn ich den Hammer jetzt nicht irgendwie draußen übersehen habe oder irgend sowas, was natürlich auch total möglich wäre, dass ich jetzt einfach an die falsche Stelle geschaut habe oder den Tooltip irgendwie nicht getriggert habe. Okay, hier ist also auch nichts drin. Weil ich einfach nicht richtig geguckt habe, ein bisschen blind, ein bisschen doof bin. Das soll ja ab und zu mal vorkommen.
Und dann, also wir haben auf jeden Fall mehrere Hinweise, ne? Einmal der Zaun des Nachbarn, der repariert wurde mit dem Hammer. Ich nehme mal hier kurz die Fackel in die Hand. Jetzt sehen wir vielleicht auch ein bisschen was. Dann der blöde Bauer, der immer was gegen das wunderschöne Flötenspiel des Schmiedes hat, der unser bester Freund inzwischen schon ist quasi, könnte den vielleicht geklaut haben oder der Schmied hat halt auf dem Hammer geschlafen und hat ihn heute Morgen einfach nur liegen lassen beim Aufstehen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja, dann gehen wir doch einfach mal zu dem Bauern hier und fragen ihn, ob er denn nicht zufällig irgendwie, sag mal, hast du den Hammer vom Schmied, bleib doch mal hier, Junge, hallo. Den Hammer des Schmiedes gesehen vielleicht. Mal sehen, ob wir ihn das fragen können. Da zittert er wieder so ein bisschen. Die scheinen ja alle so ein bisschen älter zu sein schon. Ah, schade, wir können gar nicht nach dem Hammer des Schmiedes fragen. Das wäre natürlich auch noch interessanter Plot-Twist. Aber dann habe ich tatsächlich gar keine Ahnung, wo wir noch nach dem Hammer suchen könnten. Interessant. Schade. Super schade. Ich meine, vielleicht hat er ihn von der Brücke geworfen oder irgendwas. Ja, also, wie Henry schon richtig angemerkt hat, der Ort hier ist verdammt groß, zu groß, um ihn einfach nach diesem Hammer abzusuchen. Und ich gucke jetzt einfach nochmal da an der Stelle oben. Und dann werde ich einfach einen Hammer kaufen, den beim Schmied abgeben. Und dann werde ich hier bestimmt die Aufnahme beenden. Da liegt eine Axt rum. Noch 3 Millionen Stunden hier wildsuchend durch die Gegend rennen. Um zu schauen, ob der Hammer nicht vielleicht doch irgendwo liegt. Und wenn ich den noch irgendwo finde, dann schiebe ich hinten nochmal einen kurzen Teil ran. Und vielleicht hat er irgendwas gesehen. Damit ihr auch wisst dann, wo der Hammer war im Endeffekt. Oh, you're that new boy. Anything on your mind? See you Und er around. kann uns dazu aber auch nichts sagen, wie es aussieht. Schade. Ja, dann laufen wir außen rum um den Zaun, weit überspringen. Keine Ahnung, fragt mich nicht, warum. Sehr merkwürdig. Dann kaufen wir eben Hammer. Hallo, ein Hammer hätte ich gerne. Welcome Ja, to my zum shop. Mitnehmen. Show me your wares. Of course, young master. So, einmal Hammer hätte ich gerne. So, haben wir den jetzt wirklich gekauft? Ich bin mir da immer total unsicher. Ja. Vielleicht hat der Schmied den Hammer auch zum Holzhacken benutzt oder so. Was war das? Eine Nessel, ne? Ja. Leute, ich sag's euch. Überraschende Wendung. Für mich zumindest. Für euch vielleicht nicht. Ihr wisst vielleicht ganz genau, wo dieser Hammer rumliegt. Und schlagt euch hier die Hände vom Kopf und sagt, oh, wie kann man denn so doof sein? Ja, dann gebe ich jetzt den gekauften Hammer beim Schmied ab. Und da hat er jetzt halt einen neuen Hammer. Seinen alten Hammer leider nicht mehr. Der war ihm bestimmt irgendwie ans Herz gewachsen. Aber damit muss er dann halt irgendwie klarkommen. Das schafft er. Es wird schon kein Erbstück oder sowas gewesen sein. Ach, hier gibt's auch Kohle. Hinterm Ofen. Ja, das hätte ich natürlich. Naja, beziehungsweise Ofen, Esse. Ja, also hier gibt es auch Kohle für alle, die genauso wie ich Kohle suchen, gesucht haben und da ewig durch die Gegend rennen. Gut zu wissen.
Yay. Also es gibt immer mehrere Möglichkeiten, irgendwie Dinge hier zu finden. Oh ja, oh Gott. Nee, da will ich nicht rein. Oh Gott, zu gut modelliert. What are you about, boy? Dieser What's up with verlorene that Hammer. hammer? What's happening? I still don't have it. That's what. Did you happen to find it? Und wir können jetzt also uns rausreden. Nein, wir hatten nicht genug Zeit, den Hammer zu finden. Er hat uns gefragt, ob wir ihn gefunden haben gerade. Und wir können ihm unseren Hammer verkaufen. Das wäre also auch eine Möglichkeit, ihm einfach ja, Hammer andrehen. Oder wir, ich weiß nicht, was es mit Charme zu tun hat jetzt. Wir zeigen ihm unseren Hammer. Das hat das mit Charme zu tun. Verstehe. Oder wir können die Quest abblasen und wir zeigen ihm noch einfach mal unseren Hammer. I have a hammer. It's different, but much better. God knows where you got it. Didn't you steal it? Also, wir sagen ganz stolz, wir haben einen Hammer, der ist zwar anders, aber viel besser. Und der Schmied sagt dann: Oh Gott, wer weiß, wo du das Ding her hast? Hast du den geklaut? Geklaut, geklaut, geklaut. Und wir können jetzt angeben und sagen: Ja, klar, habe ich den gestohlen. Oder wir werden wieder eingeschnappt, beleidigt. Wir sagen: Ich habe ihn gefunden. Oder wir sagen, so wie es ja auch ist: Das ist meiner. I'm a blacksmith. This is a spare one. Why didn't you tell me before? I'll borrow it from you until I can find my own. Do you agree? Und wir sagen, hey, ich bin ja auch Schmied und den habe ich gerade über. Das ist ein Reservehammer, den kannst du haben. Und der Schmied sagt, hey, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Dann borge ich mir den, bis ich meinen wiedergefunden habe. Bist du damit einverstanden? Und wir können jetzt sagen, unter Schmieden, na klar, kein Problem. Ich leide das Ding. Oder wir fragen ihn nach einer Belohnung. Und unter Schmieden, ne? Das ist ja immer gut, sich mit einem echten Schmied, ich weiß ja nicht, wie gut Henry jetzt tatsächlich schmieden kann, gut zu stellen, sagen wir einfach, klar, ich leide das Ding. Kein Thema. I agree. So, und jetzt, oh, und dadurch haben wir I shall guard the hammer with eagle eyes for all the troubles I had with it. ein Level in unserer Sprachfähigkeit gewonnen. Der Schmied kann wieder schmieden. Und ich werde jetzt einfach mal noch nach diesem Hammer suchen, glaube ich. Werde aber die Aufnahme hier beenden. Falls ich den Hammer nicht finde, werdet ihr nie wieder etwas von mir hören. Na gut, vielleicht nicht nie wieder. Aber das war's dann zumindest für die Aufnahme. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Und falls ich den Hammer aber doch noch finde, dann bin ich sofort wieder da. Bis dann, ciao. Hello, dear colleague. How can I help you? How's your hammer doing? Thanks to you, well indeed. I shall guard the hammer with eagle eyes for all the troubles I had with it.